Brutaler Angriff. Ex-Eintracht-Star von Barcelona-Fans verprügelt. 17.04.2022, 10.20 Uhr MEM, T-Online. Er spielte früher für die Eintracht und war Publikumsliebling, Martin Fenin. Der Stürmer reiste nun als Fan nach Barcelona zum Euroleague-Spiel, doch dort wurde er heftig attackiert. Das Video dazu machte Fenin selbst öffentlich. Er wollte als Fan die Eintracht in der Europa League gegen den FC Barcelona anfeuern. Doch nach dem Sieg und Weiterkommen der Hessen gegen Barça wurde Martin Fenin auf der Straße angegriffen. Mehrere Personen kamen von hinten auf den früheren Stürmer zu, packten ihn und rissen ihn zu Boden. Danach traten sie noch auf den Ex-Frankfurt-Spieler ein. Fenin stand danach wieder auf und ging weiter. Das Video dazu veröffentlichte er selbst auf seinem Instagram-Account. Dazu schrieb er: "Das sind meine Frau und ich. Nach dem Spiel wurden meine Frau und ich geschlagen und waren danach 36 Stunden auf der Polizeiwache ohne Hilfe, ohne Essen, ohne Trinken." Demnach wurde der frühere Eintracht-Spieler mit seiner Frau verhaftet, warum, ist jedoch nicht klar. Fenin spielte von 2008 für 2011 für den heutigen Bundesligisten, machte in dieser Zeit 96 Spiele und erzielte 16 Tore. Später lief er noch für Energie Cottbus und den Chemnitzer FC auf.